Hoppla. Ja, es, ihr seht schon, es schneit immer mehr und jetzt muss ich mich ein bisschen bewegen, damit ich wenigstens noch meinen Tarp aufbauen kann. Zumindest meine Folie, die ich mitgenommen habe. Ich wollte heute einfach mal ein bisschen mit der US-Rettungsdecke abspannen. Die hat ja diese Ösen und nicht als Unterlegplane heute. Da habe ich einfach mal ein kleines Schaumstoffkissen mit und da, wo ich mich gleich hinsetzen werde, hoffe ich, dass ich abspannen kann. Aber ich wollte es halt mal mit der US-Rettungsdecke versuchen, vor allem um rauszufinden, wie fest diese Ösen tatsächlich sind. Denn die sahen doch schon relativ simpel aus. Und das gucken wir uns einfach an. Vorausgesetzt, ich finde den Weg. Wahnsinn. Ja, jetzt geht's los. Das ist Schwarzwald pur. Wow. Hallo. Ja, was ihr hier seht, das ist Schnee. Das habe ich nicht irgendwie mit einem Special-Effekt hineingeblendet. Das ist tatsächlich der Schnee, der seit gestern fällt. Wir hatten über Nacht hatten wir eine sehr klare und sehr kalte Nacht. Der erste Schnee, der gestern gefallen ist, der war nicht, wie die Warn-Apps beschrieben haben, 20 cm hoch, sondern ja, so 3, 4 cm. Und es hat dann richtig angezogen nochmal, es ist kalt geworden. Der Schnee konnte dadurch über Nacht richtig liegen bleiben, er ist angefroren. Beziehungsweise ja, auf den Straßen vor allem hat es dafür gesorgt, dass dort aktuell relativ viel Chaos ist und die Fahrzeuge recht langsam fahren. Ja, was habe ich heute vor? Ich habe vor, ein besonderes Plätzchen aufzusuchen, wo ich Anfang des Jahres war, 2016. Und das kam auch in einem meiner ersten Videos vor. Ich wollte schon immer wieder mal dahin. Ich hatte eigentlich auch vorgehabt, dort mal eine Nacht zu verbringen. Aber es ist ziemlich so ein Randbereich zwischen den Wanderwegen. Und da habe ich dann diese Idee verworfen. Nichtsdestotrotz, ich möchte heute hin, weil dort diese Idylle, die ich dort entdeckt habe, diese Natur, dieses, ja, einfach, es ist einfach ein wunderschöner Fleck. Und den möchte ich heute einfach mal im Schnee beobachten, genießen. Jetzt gerade eben bin ich fast vom Förster oder Jäger hier überfahren worden. Der Hund vorne weg, er mit Auto hinterher. Und ich habe plötzlich das Knurren hinter mir gehört. Was ist das denn jetzt da? Ja, aber es war nur ein Hund, der hat mich dann beschnüffelt. Und Förster ist unverrichteter Dinge weitergefahren, wenn es überhaupt ein Förster war. Zumindest jemand, der hier mit Auto durchfahren darf. Wahrscheinlich hat er irgendwo ziemlich am Anfang meine Fußspuren entdeckt und hat gesehen, Mensch, querfeldein einmal kurz, dann wieder raus, dann mal wieder auf diese Seite und dann da. Und ja, ich habe halt einfach Fotos gemacht und im Schnee sieht man dann halt jede Spur. Und dann hat er sich wohl gefragt, was ist das denn für ein Typ? Da gucken wir mal ganz genau hin. Naja, okay, einige wenige hundert Meter trennen mich noch vom Ziel und wenn ihr Bock habt, dann trampelt einfach mal mit. Uah. Ich habe inzwischen sogar die Spur vom Förster wieder aufgenommen. Der ist also vor mir hier runtergefahren. Der befindet sich dann wahrscheinlich auch dort unten irgendwo.
Naja, gut, wenn er da ist, dann werde ich zuallererst mal ein Gespräch mit ihm suchen und mal schauen, ob ich mit ihm da irgendwie Untereinkünfte treffen kann. Ich habe das Mikrofon vergessen. Das ist hier so ein kleiner Buschel, ja, von Edutige. Kann man das lesen? Ja, Edutige. Keine Ahnung, kann auch Edutige heißen. Edutige. Ja, das ist so ein Mikrofon mit Winkelstecker. Das klemme ich mir einfach aufs Smartphone. Dann schaltet er um zu einer externen Stromversorgung, weil das Mikrofon extra versorgt werden muss. Das bedeutet allerdings auch, dass mein Akku vom Handy relativ schnell leer ist. Deswegen muss ich immer mehr Powerbänke mit mir rumschleppen als Wasser. Ja. Nein, es funktioniert ganz gut eigentlich. Vor allem so ein Smartphone wiegt ja nun wirklich nichts. Und wenn ich bedenke, dass ich tatsächlich mal so 20, 30 Kilometer Strecken mache, jetzt zum Ende des Jahres ist es zwar nicht so viel gewesen, aber tatsächlich ist es so, dass man doch eine Menge mit sich rumschleppen muss, wenn es eine große Kamera ist und Stativ, damit es stabil steht und die Zusatzakkus und was es noch alles gibt. Ja, also aktuell geht es so. Also das Handy ist relativ leicht und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Es macht auf 100, 150 Meter macht es ja eigentlich optimale Aufnahmen. Und mit diesem Mikrofon versteht man eigentlich auch jedes Wort, was ich sage, hoffe ich. Und ja, mehr braucht man nicht. Klar, wenn ich jetzt wirklich bestimmtes Ziel habe und irgendwo direkt vor der Haustür irgendetwas filmen möchte, dann macht es vielleicht Sinn, eine vernünftige Kamera dabei zu haben. Stativ, ein stabiles, wo es drauf stehen kann. Aber so die Touren, die ich mache mit 20 oder mehr Kilometer, da bin ich froh, dass ich hier nur mein Selfie-Stick mit Stativ hier unten habe. Das wiegt nicht allzu viel. Es lässt sich ausfahren auf 1,40 Meter und dient mir dann eigentlich auch als Stativ. Ist dann allerdings nicht ganz so stabil. Also es neigt bei windigem Wetter relativ schnell dazu umzufallen. Da muss ich dann immer aufpassen. Guck mal. Ja. Aber es ist warm. Also toll. Und diese ruhige, gedämpfte Natur. Man hört wirklich nur auf den Klamotten jetzt hier die Schneeflocken rieseln. Und ansonsten Totenstille. Ja, da geht's runter. Jetzt hoffe ich nur, dass ich selber nicht falle. Es ist alles schneebedeckt. Ich sehe keine Stolperfallen, keine Löcher und sonstige Hindernisse. Und hoppla. Und vor allem muss ich auch aufpassen, dass ich jetzt hier nicht Jungtriebe und sowas zertrete. Hier gibt es nämlich jede Menge. Die stehen hier überall dazwischen. Dort. Da muss ich lang. Und da ist die Steingruppe. Ich glaube, die gucken uns auch noch mal an. Jetzt im Schnee. Das ist sie also, die Steinformation, wo ich im Frühjahr mal kurz zwei Videos gedreht habe. Und es ist eine tolle Ecke hier. Ja. Von der anderen Seite her. Komme ich da jetzt noch dran? Oder? Dazu müsste ich jetzt da mitten durch. Darauf verzichten wir einfach mal. Ach ja, wir laufen jetzt das gewünschte Ziel an. So, selben Weg wieder zurück. In die Fußstapfen treten. Und so, jetzt geht's los. Also, ich halte mal die Klappe und ihr könnt es jetzt genießen. Ich mache so ein bisschen Musik rein, ihr kennt mich ja. Bisschen Frischluft. Ja, kurze Pause, damit ich euch so ein bisschen was erzählen kann. Und zwar habe ich ja gerade die Steinformation zuletzt noch erwähnt und bin dann auf meinen Weg zurück weiter rein in den Wald. Und dann ist mir aber Folgendes passiert. Und ja, es wird wahrscheinlich irgendwie jedem passieren im Winter, der seine Fußspuren hinterlässt. Im selben Zeitpunkt ist der Pächter hier unterwegs gewesen und hat die Fußspuren natürlich gesehen, wie sie schnurstracks in den Wald hineinführten. Und
Jetzt kommt er gerade. So. Jetzt muss ich mal gucken. Jawohl. Also. Ja. Der Pächter macht hier also seine Runde und versorgt das Wild. Man muss hier bedenken, die sind unterwegs und müssen ihren Soll erfüllen. Die jagen entsprechend auch und hier werden Wildtiere sozusagen besendet und beobachtet sozusagen. Es gibt also auch Feldforschungen in, bezüglich bestimmter Theorien, was die Wanderer und die Outdoor-Fans unter uns angeht. Und da hat er mir sehr aufschlussreiche Informationen dargelassen, die ich so aus der Sicht heraus noch gar nicht kannte. Und deswegen werde ich gleich im Anschluss an das Video auch noch mal eine kleine Geschichte dazu erzählen, zu einer aktuellen Situation, wie wir sie alle aktuell ja miterlebt haben in Bayern. Fakt ist, dass zu dieser Jahreszeit, gerade zu den Tageszeiten, das Wild sich ausruht. Es verzieht sich ins Dickicht und möchte seine Ruhe haben. Es spart sozusagen Energie ein. Das ist hier draußen eben halt enorm wichtig. Und man weiß ja auch nie, wie lang dieser Winter wird, wie viele Winter kommen. Und das Wild spart hier einfach Energie, indem es zu solchen Jahreszeiten so gut wie gar nichts macht. Es ist in der Nacht, ist es aktiv, sagt er, da spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt hier schlafe oder unterwegs bin. Für das Wild ist es da nicht so relevant, aber tagsüber, wenn ich mich da mitten durch den Wald bewege, also abseits der Wege, dann besteht natürlich die Gefahr, dass das Wild erschrickt, dass es anfängt aufgescheucht zu werden und dadurch Energie verbraucht, die es dann aber zum Überwintern benötigt. Und das ist also etwas, was ich zwar irgendwann irgendwo mal gehört und gelesen habe, ist aber jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag in die Praxis umsetze. Es ist halt auch nicht meine Berufsgruppe insofern. Es ist halt mehr oder weniger Hobby- und Interessengebiet. Und wenn wir jetzt mit der Kamera irgendwo in den Wald hineinlaufen und etwas filmen wollen, dann vergessen wir oftmals auch drumherum, was es tatsächlich hier im Wald zu beachten gibt. Mal abgesehen davon, dass wir unseren Müll, den wir produzieren, immer wieder mit nach Hause nehmen, gehören auch solche Dinge durchaus mit dazu. Aber, und das muss ich jetzt sagen, ist eine sehr positive Sache, er ist halt im Wald auf mich zugekommen und dann stand er da und ich denke, huch. Aber, und das fand ich jetzt sehr toll, er ist also wirklich sehr positiv auf mich zugegangen, hat einfach gefragt, was ich hier mache, was mich dahin treibt. Sagte ich, ja, ich komme hier aus der Nähe, ich drehe hier halt gerne meine Runden, das ist so mein Hauswald und wenn ich etwas weniger Zeit habe, dann laufe ich hier durchaus mal durch den Wald und habe ihm dann erzählt, dass ich auf YouTube meine Filme hochlade und das fand er eigentlich alles recht toll. Er fand auch toll, dass ich so ein bisschen den Tourismus unterstütze damit, weil wir sind hier ein Naherholungsgebiet und ein Luftkurort und insofern habe ich von ihm die Adressdaten bekommen, also auch Anlaufstellen, aber insbesondere seine als Pächter. Das ist ein Rieseneinzugsgebiet, was er hier verwaltet oder was er hier als Pächter unter seine Fittiche hat und pflegt. Und wenn ich irgendwelche anstehenden Bedürfnisse hier im Wald habe, soll ich mich mit ihm kurz schließen. Das würde er toll finden und wir können dann gemeinsam eine Möglichkeit finden, hier tätig zu werden. Und das ist doch eigentlich eine echt tolle Sache, finde ich. Also ich muss jetzt nichts mehr machen, was verboten ist. Habe ich im Grunde genommen, wie Feuer machen zum Beispiel mitten im Wald, habe ich eigentlich noch nie gemacht. Ich habe zwar meinen Kocher mit, aber das ist, ja, ist auch grenzwertig, ich weiß. Ist auch ein offenes Feuer und Licht und gehört eigentlich auch verboten. Nichtsdestotrotz, ich habe versucht, so gut wie möglich die herrschenden Verbote und Gebote einzuhalten. Und er als Pächter hat wahrscheinlich dann andere Möglichkeiten und Informationen, die er mir zukommen lassen kann. Und demnach eigentlich heute mal echt ein positiver Tag. Ich bin sehr überrascht. Ich wurde hier nicht aus dem Wald rausgeschmissen, nur weil ich mich mal abseits der Wege bewegt habe, sondern ich wurde aufgeklärt. Und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt für all die Pächter, Jäger und Förster da draußen. Klärt die Leute auf, denn auch wenn sie ein tolles Hobby haben und das Leben und sich viel informieren, manchmal vergisst man einfach, worum es hier tatsächlich geht, weil es eben nur ein Hobby ist und nicht ein Berufszweig. Weil man macht es nicht tagtäglich. Das ist so das, was ich jetzt bei mir festgestellt habe. Ich will es nicht als Fehler outen, sondern ganz einfach als Nachlässigkeit. Und daran werde ich arbeiten. Und dann gibt es noch sehr viele andere Dinge, die er mir erzählt hat. Also wir waren, glaube ich, jetzt eine halbe Stunde und standen im Schnee. Sieht man auch.
Also, ich laufe jetzt weiter. Ich suche mir jetzt ein anderes Fleckchen, weil dort hinten war es dann doch ein bisschen, ihr habt es gesehen, ein bisschen wässrig. Ich bin mehrmals eingesunken und habe meine Schuhe versaut, ein bisschen auch die Hose. Aber ich habe immer noch trockene Füße und ich friere auch noch nicht. Ah, doch, jetzt am Arsch. Ja, so, also, weiter geht's. Muss mein Handschuh. Da. Also für all diejenigen, die jetzt sagen, also die jetzt vor dem Monitor sitzen, das hier sehen und sagen, oh, was für ein mieses Wetter. Ja, ich muss euch enttäuschen, Leute, das ist einfach Entspannung pur, das ist Stressabbau, das ist klasse. Das ist einfach sowas von entspannend, diese Ruhe. Natur im Winter, wenn es schneit, das ist einmalig. Jetzt kommt, was kommen musste. Jedes Mal, wenn ich meinen Plan zu Hause fertig habe und es rausgeht in die Natur und ich meine Runde mache und euch irgendetwas Besonderes zeigen will, also ich ein Ziel vor Augen habe, das ich auch anstrebe, dann kommt irgendetwas dazwischen. Heute ist es mal wirklich unvorhergesehen, aber es war auch sehr aufschlussreich, sehr lehrreich und ich bin dankbar dafür. Nichtsdestotrotz muss ich ja umimprovisieren. Also eigentlich wollte ich eine Holzhütte ansteuern, die habe ich irgendwie nicht gefunden. So, jetzt stehe ich hier aber irgendwie kurz vorm Ausgangspunkt, also da, wo mein Auto steht, und denke mir, ey, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Du willst doch jetzt nicht unverrichteter Dinge einfach nach Hause. Ich könnte euch natürlich zutexten, ich habe so viel zu erzählen, aber vielleicht ist es so ganz gut, dass ich immer den Punkt verliere, an dem ich dann irgendwie anfange zu schnattern. Ich meine, es ist auch schön, einfach mal hier durchzulaufen und einfach nur zu erleben, zu genießen. Dazu muss ich nicht zwangsläufig mich irgendwo in eine Ecke verdrücken, die Kaffeekiste ausräumen und andererseits, der Rucksack wird ziemlich schwer langsam und ich habe wieder alles Mögliche mitgeschleppt hier, ja? Gasherd, Goldbarren, man weiß ja nie und ja, er wird schwer. Also, meine Frage an euch. Kann ich guten Gewissens diese Folge heute mal abschließen, euch Tschüss und einen schönen Feiertag und schönes Wochenende wünschen und wir sehen uns dann einfach im nächsten Film wieder. Hey, das wäre eine tolle Idee. Ich mache das so. Dies war heute Teil 1 des Schneefalltages und ich werde einfach mal Ausschau halten, wie es sich in den nächsten Tagen hier entwickelt und auch weiterhin meinen Winterbiwak vorbereiten. Da gibt es noch ein paar Dinge zu erlegen, zu erledigen. Und ja, wird schon. Was ich aktuell brauche, ist ein vernünftiger Rucksack. Irgendwie komme ich da nicht in die Pötte. Und der hier ist einfach zu klein für so ein zweitägiges Biwak. Nicht nur zu klein, sondern dass er auch ab 8 Kilogramm, maximal 10 Kilogramm, auf ungefähr 20 Kilometer seinen Geist aufgibt. Also da macht er sich bemerkbar im Gewicht. Das Tragesystem halt. Nun ja, okay. So, ich bin am Auto angekommen. Wir machen es halt wie gesagt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns in Teil 2 wieder, wenn es dann heißt, noch mehr Schnee. Also dann, man sieht sich. Ja, eine Sache noch, die brennt mir gerade ziemlich auf der Zunge, weil ich das jetzt schon mehrfach in verschiedenen Facebook-Gruppen, in Foren und auch in Kommentaren gelesen habe. Es geht dort vor allem um den Brand in Bayern aktuell. Das waren ja die zwei Wanderer oder eben halt der Tracker, die da unterwegs waren und ein Feuerchen gemacht haben. Und dann ist das alles außer Kontrolle geraten. Dann gibt es einmal die Stellungnahme der Polizei und natürlich jede Menge Kommentare und Diskussionsbedarf innerhalb der Foren. Und dann hieß es vor allem auch, dass es aufgrund solcher Vorfälle eben halt unheimlich schnell zu neuen Verboten, Verordnungen und hast du nicht gesehen, irgendwie kommen kann, die uns als Buschkrafter, als Outdoor-Fans, als Tracker
einfach einschränken. Bevor ich aber ausschweife, das Thema jetzt so ausmale, dass es wieder Diskussionsbedarf erfüllt, wollte ich eigentlich nur eins auf den Punkt bringen. Denn ich habe in vielen Hinweisen gelesen, dass hauptsächlich die, ob es jetzt große YouTube-Kanäle sind oder kleine wie meiner zum Beispiel, dass zum Beispiel diese Kanäle mitunter Schuld daran tragen, dass es überhaupt zu solchen Problemen kommt. Weil wir YouTuber vor der Kamera dem Zuschauer vermitteln, dass es relativ einfach ist, hier draußen ein Feuerchen zu machen, egal wo man sich gerade befindet. Und ja, dass es keine Gesetze gibt, die man hier einhalten muss. Also das stimmt so nicht ganz. Zum einen muss ich sagen, dass jeder für sich selbst und für seine Handlungen hier draußen verantwortlich gemacht werden muss. Ja, wenn ich hier rausgehe und Feuer mache, dann muss ich als erwachsener Mensch gleich wissen, aha, das ist, da gibt es Verordnungen und Verbote, das macht man nicht. Und wenn das dann ausartet, irgendwie unkontrolliert brennt, sodass mehrere hundert Hektar Wald irgendwie in Luft auflösen, verpuffen, dann muss ich dafür auch zur Verantwortung gezogen werden. Dann kann ich aber nicht hingehen und YouTuber, egal welchen Formates, dafür verantwortlich machen. Ganz einfach. Klar, der YouTuber, der das zeigt, ist für seine Handlung genauso verantwortlich wie ich, wenn ich nachher motiviert durch dieses Video rausgehe in die Natur und es ihm nachmache. So, und hier an dieser Stelle Cut, bevor ich nämlich ausschweife. Ihr wisst, jeder, der ein Filmchen dreht und jeder, der irgendetwas an Botschaft zu vermitteln hat, der macht das auf seine Art und Weise. Der hat vielleicht sogar einen eigenen kleinen Wald vor der Haustür, wo er eine Genehmigung vom Nachbarn hat oder was auch immer. Das wissen wir alle nicht. Deswegen, das, was ihr tut, ist wichtig und nicht das, was andere tun. Also, in diesem Sinne, wenn es bei euch auch so schön schneit, dann raus in die Natur. Schönes Wochenende. Genießt es einfach, macht nichts kaputt. Nehmt euren Müll wieder mit. Ganz wichtig, verletzt euch nicht. Und ja, seid verantwortlich für das, was ihr tut. Macht's gut.